Und nun legen wir also los. PowerPoint hat neu dieses 16 zu 9 Format, also sehr querformatig, weil viele neue Beamer dieses Format standardmäßig einsetzen, vor allem natürlich wegen den Filmen. Viele ältere Beamer haben noch das Format 4 zu 3, also sehr nahe am Quadrat. Und wir machen jetzt unsere Präsentation für so einen alten Beamer und deshalb zeige ich dir als erstes, wie du dieses Seitenverhältnis ändern kannst. Über Datei, Seite einrichten, hast du hier diese verschiedenen voreingestellten Bildverhältnisse, die kannst du allerdings natürlich auch selber noch ändern. Wir wählen jetzt das oberste 4 zu 3. Und jetzt beginnen wir mit dem Titel Glutmone und der Untertitel soll Leben und Werk heißen. Wir haben nun also schon unsere erste Folie und als nächstes setzen wir eine neue ein. Wenn du noch bestimmen willst, welche Art von Folie das sein soll, dann empfehle ich dir, auf dieses kleine Dreieck daneben zu gehen. Hier hast du die Auswahl, wie diese neue Folie ausschauen soll. Wir wählen nun zwei Inhalte. Übrigens, dieses Layout kannst du jederzeit nachträglich ändern. Wenn diese Miniatur ausgewählt ist, kannst du hier über Layout das wieder ändern. Hier spicken wir schnell in der Vorlage. Leben soll das heißen. Als Titel und hier kommen die Lebensdaten rein. So, nun wären wir soweit. Das Bild kommt dann auch gleich. Hier fehlen noch zwei Sonderzeichen, falls du nicht weißt, wie man so ein Sternchen macht. So findest du das hier über Tastaturübersicht einblenden. Falls dieses Symbol fehlen sollte, nochmals als Erinnerung über Systemeinstellungen, Tastatur, hier muss es aktiviert sein. Also nochmals Tastaturübersicht einblenden und mit den entsprechenden Tastenkombinationen siehst du, wo das ist. Also das Sternchen ist bei Umschalt 3 und das Kreuz wäre bei Alt T. Übrigens noch weitere Symbole kannst du da über diesen Befehl einblenden. Hier hast du diese Smileys und aber auch beliebige weitere Symbole wie die Computertassen und so weiter.